Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Degusta-Box-Unboxing für dich. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und was zu essen und zu trinken solltest du dir wirklich holen, denn in diesem Video wird gegessen. Denn die Degusta-Box ist eine Fressbox, also so sieht sie aus. Und die kommt einmal im Monat und du kannst auch tatsächlich eine Degusta-Box in diesem Video gewinnen. Also schau einfach unten in die Infobox, da steht alles drin. So, ich mache hier mal eben die letzten Klebereste weg, dann sieht das auch hübscher oben aus. Ja, genau. Die kann man sich in einem jederzeit kündbaren Abo holen, wenn man möchte. Aber Leute, ich habe echt Hunger. Ich war heute bei meiner Nagelfee, die mir ja Ocean Nails gemacht hat, sage ich mal. Ich habe mich jetzt nicht getraut, da einen Fisch drauf zu machen oder Wellen. Aber ja, der Ringfinger ist ein bisschen blinky. Anderes Thema. Wir machen die auf. Ich habe nämlich Hunger und es ist einfach schon kurz vor fünf. Ich hatte bis heute, bislang hatte ich, glaube ich, ein Brötchen. Also ich hatte noch nicht viel gegessen. Und ja, da kann diese Box jetzt helfen. Genau. So, man kann tatsächlich, wenn man sein Profil bei der Degusta-Box anlegt, auch angeben, ob man eine Box mit Alkohol oder ohne Alkohol haben möchte. Und ich glaube auch gegebenenfalls Allergien oder sowas, ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man es dort nicht auswählen kann, auf jeden Fall eine E-Mail schreiben an das Degusta-Box-Team. Die sind unheimlich nett. Also da auch wirklich einfach den Kontakt suchen. Das ist wirklich cool. So sieht die Box aus, wenn man sie aufmacht. Genau, das ist einfach hier so ein Papier. Öffnen, freuen, genießen und teilen. Also es macht durchaus Sinn, wenn man so eine Box hat, dass man halt auch tatsächlich eine Familie hat oder einen Freundeskreis, wo man die Produkte teilen kann, weil es wirklich sehr unterschiedlich ist. Ne? Also du kannst dann teilweise Glück haben, du kannst aber auch Pech haben. Und da sind manchmal auch einfach etwas außergewöhnliche Sachen drin. So sieht die Fressbox dann aus, wenn man sie aufmacht. Und ich habe, wie gesagt, Hunger. Hier ist so ein Flyer, da stehen dann auch immer Rezepte mit drauf, so ein paar Informationen, wie man quasi die Produkte, die drin sind, verwenden könnte. Dann steht hier auch drauf, es ist ein Geburtstagsspecial. Happy Birthday, Degusta-Box, das wusste ich ja gar nicht. Schon seit 5 Jahren überraschen wir euch jeden Monat mit den spannendsten und neuesten Produkten. Wir freuen uns ganz besonders, dass du diesen Monat dabei bist und verlosen zu unserem Jubiläum tolle Preise. Um teilzunehmen, musst du Folgendes tun. Zeige uns, wie du unseren Geburtstag feierst. Lade das Bild deiner Degusta-Feier mit dir und deiner Degusta-Box auf Instagram mit einem Hashtag und bla 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 hoch. Ja, und dann werden 15 Degusta-Boxen verlost. Das ist ja freundlich. Und hier hinten stehen die Produkte drauf, auch mit Preisen, deswegen kann ich die dir auch immer einblenden. Super. Und ja, los geht's. Oh, von Nissin Peking Duck Soba. Das scheint so eine Fertigsuppe zu sein. Sowas kenne ich und esse ich auch gerne mal auf der Arbeit und das finde ich ganz lecker. Normalerweise musst du da einfach nur Wasser zumachen und dann hast du dein Yum. Ja, Deckel und Folie entfernen, die Würzsoße entnehmen, mit kochendem Wasser bis zur Becherlinie aufgießen, 3 Minuten ziehen lassen, bla 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 bla. Genau, ja. Also da kann man sich seine kleine Peking-Suppe auf Arbeit mischen. Das kommt mit. Das finde ich toll. Sowas mag ich. Ich mag diese Nudelsuppen sowieso. Die gibt es ja auch von Yum Yum oder sowas, die ganz günstigen, die man halt so im Supermarkt immer kaufen kann. Haben wir immer als Backup hier bei uns. Die gibt es auch mittlerweile von Knorr, Maggi und hast du nicht gesehen. Ja, und sowas esse ich gerne. Cool. Freue ich mich mega drüber, weil lecker. Chips. Salt and Vinegar. Salz und Essig. Von Lay's. Sehr gut. Chips sind irgendwie gefühlt fast jedes zweite Mal in der Box. Wenn sie nicht drin sind, sagt jeder, oh, jetzt habe ich aber echt eine Tüte Chips vermisst. Ne? Also man muss sowas auch mögen. Ich mag Essigchips. Ne? Da bin ich etwas weird. Und die schmecken jetzt wirklich wie Essigpommes. Also richtig lecker, wenn man Essigpommes mag. Das ist wohl die meistverkaufteste Lay-Sorte in England. Cool. Ja, ne? Also wird heute Abend vernichtet. Hütz, Vollkorn, Knabberei, Tomate und Emmentaler. Lecker. Unverfälschter Knabbergenuss. Oh, das sind wohl so Knabberstangen.
Und die führen wir uns mal zu Gemüte. Mmh. Unsere Hüts sind nach traditioneller Bäckerkunst hergestellt. Mit Herz und Hand gebacken sind sie zu jeder Gelegenheit eine passende Knabberei und ein knusprig großer Genuss. Ob als vollkornige Alternative zu Chips, Flips und Co., als Knabbergenuss zu Wein und Bier pur oder mit Dip, unsere Hüts knuspern immer. Däh. So sehen die aus. Also auf einer Seite haben die tatsächlich dann auch so Kram drauf. Und auf der anderen Seite ist nichts drauf. Das ist dann wahrscheinlich so, dass sie die dann so auf den Blechen hatten und dann von oben drauf das Kram kam. Oh, das ist richtig. Du siehst den Käse und du riechst ihn. Oh. Mm. Du siehst hier auch richtig den Rosmarin oben drauf, ne? Mega. Oh, das ist lecker. Mm. Okay. Und das ist jetzt so ein kleiner intensiver Genuss zwischendurch. Eine kleine Geschmacksexplosion von Chupa Chups. Sour Infernal. Ist na toll. Try the lolly if you are there. Okay, wir haben die Geschmacksrichtung. Limone, Cola, Apfel und Erdbeere. Und dann gucken wir mal. Es ist glutenfrei. Hey, ne? Steht auch noch drauf. Und da sind 10 Lutscher drin. Oh mein Gott. Mega sauer und nichts für schwache Geschmacksnerven. Probier's aus, wenn du dich traust. Forever fun. Na hallo. Und wir nehmen es jetzt mal richtig sauer, ne? Denn wir sind hier nicht zum Spaß. Und dann nehme ich richtig Limone. Habt ihr damals auch immer diese Chupa Chups Lutscher geliebt? Und ich fand das immer, oder finde es nach wie vor noch cool, wenn du in so Süßigkeiten-Regionen bist. Wenn du in einem... Bei einer Bäckerei zum Beispiel, manchmal hat man das ja noch, dass so ein kleiner Hauch von Tante Emma noch in einem Bäcker mit drin ist. Und dann haben die diesen großen Ständer, wo die ganzen Chupa Chups Lutscher von außen so dran gepiekst sind. Oh, finde ich total schön sowas. Das ist Kindheit. Hm. Genauso wie die Tante Emma Laden, die die ganzen Bonbongläser da hatten. Und dann halt wirklich die ganzen Bonbons da drin waren. Und man die einzeln, also die ganzen Süßigkeiten, und man die einzeln kaufen konnte für 10 Pfennig, 5 Pfennig. Geil, das war richtig geil. So. Außenrum zu ist so eine richtig saure Punktgeschichte. Und wir probieren die mal. Ich habe immer Angst, dass meine Zähne dann wehtun, ne? Geht noch. Das geht wirklich noch. Komm, das kenne ich auch saurer. Geht wirklich. Schmeckt eigentlich sogar ganz gut. Es ist halt von der Oberfläche her so rau, deswegen tut das unter dem Gaumen ein bisschen weh. Und dadurch, dass es halt sauer ist, hat man einen enormen Speichelfluss. Aber ich finde es lecker. Mhm. Na toll, ich habe letztens Müsli gekauft. Hätte ich nicht gemusst. Köln-Müsli, Knusper, Mango, Kurkuma mit Hafer, Vollkornflocken und weißer Schokolade. Big Love, Leute. Also weiße Schokolade und ich, wir sind so. Wirklich. Fürs Lieben. Weiße Schokolade und Claudi for life. Auf jeden Fall ist es dieses Müsli. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr lecker aus. Das werde ich, ja, mir heute Abend oder so mal gönnen. Finde ich cool. Mango Kurkuma. Ist auch witzig, ne? Das ist mal was Spannendes. Aber sieht auf jeden Fall total lecker aus. Und das mag ich so an den Fressboxen, dass du da so Sachen drin hast, wo du jetzt nicht unbedingt zuallererst drauf zugehen würdest oder was du im Laden direkt greifen würdest. Das nimmt dir die Fressbox einfach mal ab. Und der Unterschied von der Degusta-Box und der Bums-Box ist ja auf jeden Fall, dass du in der Degusta-Box halt nicht nur Snacks drin hast, sondern auch halt wirklich so Nahrung, so generelle Nahrung, wie nenne ich das jetzt, Grundnahrungsmittel. Teilweise hast du da sogar mal ein Brot drin oder sowas und das ist einfach so, finde ich cool. Das ist einfach cool. Diese Marke kenne ich schon, da wert. Das hier sind Chia-Shots für den täglichen Chia-Genuss. Chiasamen kenne ich, Chiasamen sind gesund. Chia ist ein Superfood, Leute. Chia-Shot ist es dann wahrscheinlich schon eine Portion 15 Gramm. 3 Shots auf 5 Gramm. Quelle von Eiweiß, reich an Ballaststoffen, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, reich an Omega-3-Fettsäuren. Jetzt kommt wieder sowas. Alpha-Linolensäure, ALA, trägt zur Aufrechterhaltung eines
normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Bei einer täglichen Aufnahmemenge von 2 Gramm ALA stellt sich die positive Wirkung ein. Achten Sie im Rahmen einer gesunden Lebensweise auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Läuft. Muss ich die jetzt einfach nur so? Nee. Du kannst diesen Chia-Shot ins Müsli geben, den Chia-Shot in einen Joghurt oder in Quark mischen oder in Saft einrühren. Und das sind dann wohl die richtigen Samen. Genau, also das ist... Ich nehme mal einen raus. Dann können wir uns das mal angucken. Das kann man sich ja dann tatsächlich auch in das, in das Köln-Müsli da vorne reinmischen. Denn das hier sind wirklich die Samen. Genau, also das ist so eine Portion, sage ich mal, die jetzt schon fertig portioniert ist, sodass man genau die Menge hat, die man nehmen sollte am Tag. Ich kenne das auch als Chia-Pudding. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, dass ich die Chiasamen in einen Behälter getan habe und das dann entweder mit Milch oder mit Wasser habe aufquellen lassen über Nacht und dann so gegessen habe einfach. Ne? Also das ist, schmeckt gut. Es ist halt einfach, ne, schmeckt so nach Vollkorn, hat eine Konsistenz wie Froschleich oder so, Kaviar, ne, so ein bisschen Fischeiermäßig halt, weil du halt diese galertartige Hülle hast und dann musst du halt so ein bisschen beißen und dann platzt es halt auf. Also von daher ist nicht jedermanns Sache. Ich habe das auch mal eine Zeit lang versucht, unserem Hund zu geben, aber nur ein ganz kleines bisschen, weil das ja auch für alle gut sein soll und nicht nur für Menschen. Er fand die Konsistenz, glaube ich, nicht so geil und dachte sich auch, Mensch, Frauchen, gib mir doch irgendwie was anderes einfach. Ja, finde ich cool, wird auf jeden Fall gegessen. Ja, sowas mache ich mir auch gerne einfach mal so über einen Salat drüber oder so, auch gerne als Samen an sich. Und da sie halt aufquellen, ist es so, dass wenn du die in Samenform, also als unaufgequellte Chiasamen zu dir nimmst, wo du halt auch aufpassen musst, weil sie halt quellen, ne, entziehen dem Körper Flüssigkeit und so, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn du das über dein Essen machst und die dann in deinem Bauch erst aufquellen, du dann schneller satt bist und langfristiger satt bist. Ja, muss man halt wissen. So, finde ich aber auf jeden Fall cool, dass es mit drin ist. Meine Güte, habe ich da lange jetzt drüber gequatscht. Yay! Mini Rocky Mountain Marshmallows. Nom. Bitte. Also das schreit nach Gemütlichkeit, finde ich. Also du kannst es dir entweder in schön warm Kakao reinmachen oder du machst es dir über Eis, steht hier. Ja gut, das finde ich jetzt ein bisschen. Oder du kannst es irgendwie kochen. Das verstehe ich nicht ganz wahrscheinlich, dass du da halt Kakao erhitzt und die dann quasi mit in den Kakao reinrührst und das quasi dann cremiger wird im Topf. Aber dann mache ich das doch lieber so auf den Kakao drauf. Ja, vielleicht wenn man so einen kleinen Flambierer zu Hause hat, kann man die dann auch noch auf dem Kakao flambieren. Ach, wenn man es ganz dekadent will, dann macht ihr einfach einen warmen Kakao, macht die Sahne drüber, so Sprühsahne, ganz eklig, aber geil. Und dann so ein bisschen Kakaopulver drüber. Dann nimmst du Marshmallows, legst die Marshmallows da auf diesen Sahnehaufen, flambierst diesen Marshmallow-Gedöns da. Oh, Strohhalm reintrinken, glücklich sein. Ja, man muss auch mal ein bisschen Spaß haben im Leben. Und hey, es ist glutenfrei. Und wir probieren jetzt mal die kleinen Marshmallow-Dinger. Ja. Ich finde auch, dass dieser Trend aus den USA immer mehr wird, dass man halt sich Marshmallows am Stock macht und das dann übers Feuer hält als Kind. Ich habe als Kind damals immer Stockbrot gemacht. Das war cooler als Marshmallows und deutlich gesünder. Das schmeckt aber echt gut. Ist halt Zucker pur, ne? Mm. Freue mich auf den nächsten gemütlichen Kakao. Nom. Tropfwaffeln. Ach, da sind nur 2 Stück drin. Karamell. Also die hatte ich auch letztens von Action mitgenommen. Also an alle, die einen Action bei sich in der Nähe haben. Dort gibt es Tropfwaffeln. Das sind halt wirklich welche aus Holland. Ne? Und Tropfwaffeln kommen aus Holland. Unfassbar lecker. Und die hier sind mit Karamell gefüllt. Ich glaube, die sind immer mit Karamell gefüllt, aber es ist einfach geil. Aber nur 2 da drin, das ist echt wenig. Hm. Die sind super, super fettig. Aber so geil. Hm. Da siehst du die Füllung. Das ist Zucker pur. Und von außen sieht man das ja auch, ne? Hm. So lecker. Boah. Und die werden gleich noch aufgegessen. Eine für meinen Freund, weil der liebt die noch viel mehr als ich. Und eine für mich. Und dann haben wir hier drin Mogli. Bio-Kokoswaffel, Süße aus der Kokosblüte. Guck mal. Mm. So ein kleiner Riegel ist das, glaube ich, ne? Probieren wir den mal. Alles gut. Das ist schon direkt portioniert.
hast du hier schon die Hälfte einmal so abgeteilt, sage ich mal. Und hier siehst du die Füllung drin. Ich mag Kokos jetzt nicht so unheimlich gerne, aber wir probieren das Ganze einfach mal. So, jetzt kannst du es sehen. Genau. No. Sehr trocken. Hm. Jedenfalls die Waffel. Da mag ich definitiv lieber Stroopwaffeln. Hm. Aber die Füllung dazwischen ist so ein bisschen cremig. Also nicht ganz so trocken. Aber die Waffeln außen drum zu sind nicht ganz so meins. Sie sind mir einfach zu gesund. Mhm. Wobei die Füllung an sich ziemlich geil ist. Also wer gerne so Kokosmakronen mag, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das könnte mal so eine sommerliche Alternative sein, würde ich mal so sagen. Dann habe ich hier noch so einen Riegel mit drin. Nikki's Coconut. No added sugar. Oh, nett. Jo. Join our fight on sugar. Okay, die sind also, das ist irgendwie was Schwedisches, denn die Internetseite endet auf .se. Und die scheinen einfach keinen Zucker zu mögen. Mal gucken, wie das dann so schmeckt. Gut, nach so einer Stroopwaffel und einer Mowgli-Kokoswaffel ist mein Süßigkeitsgehalt im Mund eigentlich ziemlich hoch. Mal gucken. Es wird dann wahrscheinlich, wenn das halt Kokos ist, ein ganz gesundes Bounty sein. Also das sieht auch so aus, ist auch irgendwie mit Schokolade überzogen, scheint dann aber keine richtige Schokolade zu sein, weil wenn kein Zucker mit dabei ist, wie wollen die das denn gemacht haben? Das ist ja spannend, ne? Hm, vielleicht einfach ganz natürliche Schokolade. Oh, dann wird das aber bitter, ne? Mm. Aber schmeckt gut. Mhm. Ja, sehr kokoslastig diese Box. Jedenfalls dieses Mal. Und dann habe ich hier von Edusho Gala Filterkaffee Kreation des Jahres. Den habe ich tatsächlich schon da, weil ich an dem Produkttest teilgenommen habe. Das heißt, ich kann dir schon mal eine Review geben. Mega lecker. Also schade, dass es den halt wirklich nicht so jetzt im Standardsortiment gibt, ne? Das ist halt eine Kreation des Jahres. Das ist dann wirklich nur dieses Jahr oder in diesem Zeitraum jetzt zu bekommen. Ich fand den super lecker. Und wir hatten den als Bohnen. Und als wir die Bohnen verwendet haben, haben wir richtig gemerkt, dass unsere Kaffeemaschine oder unser Kaffeevollautomat einen Luftsprung gemacht hat. Weil, ganz ehrlich, also der Trester, der unten rauskam, war bei weitem nicht so nass, wie der das sonst ist. Es war alles viel harmonischer von der Malung her und der Kaffee da unten, der da rauskam, war auch super lecker. Also cool, dass er auch mit dabei ist. Dann hast du auch so eine kleine Portion, wenn jetzt Gäste vorbeikommen. Der ist auch richtig lange haltbar, 10.03.2020, ne? Bis dahin werden wir bestimmt den mal das ein oder andere Mal brauchen. Also von daher cool, dass er mit dabei ist. Endlich was zu trinken. Oh, ganz unten. Von Pfanner. Pure Tea. Null Kalorien, kein Zucker und keine Süßungsmittel. Pfanner Pure Tea ist... Achso, gucken wir mal. Da. Ein Bio-Ingwer-Tee. Oh, ich mag nicht so gern Ingwer. Pfanner Pure Tea wird aus dem besten Ingwer frisch aufgebrüht. Das Ingwer-Tee-Getränk enthält weder Zucker noch andere Süßstoffe. Oh, das wird dann sauer. Daher ist Pure Tea von Fanna das ideale Getränk für natürliche und ungesüßte Erfrischung. Ha. Hm. Es ist vegan, es ist super gesund und ich sage Prost, ihr Lieben. Ich glaube, das wird noch saurer sein als der Lutscher von Chupa Chups. Hm. Natürlich ohne Kohlensäure. Hm. Nee. Mm-mm. Tut mir leid, aber das mag ich nicht. I ist das gesund. Dieser Ingwer, oh, der kommt so richtig durch die Nase raus. Ne? Da kriegst du auch eine freie Nase von. Aber Leute, ohne mich, nee. Mm-mm. Da trinke ich mir lieber ganz normales Wasser. Aber da brauche ich keinen Ingwer. Nee. Und als letztes haben wir hier drin Compass Fresh Mints, eine Limited Edition. Das ist Pfefferminz. Das sind einfach so Pastillen, würde ich jetzt mal so sagen, ne? In so einer kleinen praktischen Dose, die man schön in die Handtasche packen kann oder ins Auto. Dann machen wir die mal auf. Oh, die Dose sieht aber schön aus, ne? Die ist wirklich hochwertig. Das gefällt mir wirklich vom Design her. Auch dieses Grüne hier, das ist so ein bisschen matt gehalten. Das finde ich hübsch. Das ist toll.
So hast du hier dann auch noch einen Portionierer mit da drin. Auch das finde ich sehr, sehr schön. You were meant to be. Okay, Wortspiele sind auch am Start. Und dann habe ich hier so eine Minzpastille. Hui, das erfrischt. Es schmeckt wie eine Minzpastille, die erfrischt. Wer hätte das gedacht? Mensch. Ja, das war jetzt schon die Degustabox Geburtstagsedition aus dem Monat April. Ich finde es cool. Also die Sachen haben mir echt gut geschmeckt. Geburtstaglich vom Thema her schwierig. Echt schwierig. Also das ist halt das Thema sowohl Geburtstag als auch Frühling irgendwie, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Dann halt auch so ein bisschen international. Also die haben da so ein bisschen Mix gemacht. Für mich sieht das alles nicht nach Geburtstag aus. Also das würde ich jetzt nicht so in meinen Einkaufskorb packen, wenn ich für meinen Geburtstag einkaufen gehen würde. Naja, dennoch haben mir die Produkte gefallen und geschmeckt, aber sie passen halt echt nicht zum Thema Geburtstag. Sorry. Thema Frühling vielleicht ein bisschen, weil du halt so Kokos, Mandel, dieses ganze Leichte mit dabei hast. Das natürlich schon, aber oder die Marshmallows, wenn man jetzt angrillt zum Beispiel. Ja. Aber zum Geburtstag hat es nicht gepasst. Dennoch blende ich dir hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Das übersteigt immer den Wert von dem, was du bezahlt hast für die Box. Ne? Das, genau, das sind ungefähr 15 Euro, was du ja normalerweise bezahlst. Und ich glaube, die Produkte sind jetzt so 25, 30 Euro wert. Hätte ich jetzt mal getippt, habe ich dir hier jetzt ja eingeblendet. Ja, denk dran, du kannst auch in diesem Video eine Box gewinnen. Also schau in die Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!